Bei uns ist jetzt Gerd Baumer. Er ist Fachlehrerexperte der berufsbildenden Lehrer im Bund. Er ist Hauptpersonalrat am Kultusministerium in Baden-Württemberg und Bezirkspersonalrat am Regierungspräsidium in Freiburg. Hauptberuflich Berufsschullehrer in Baden-Württemberg. Das heißt, Sie sitzen an der Basis, Sie sehen die Erfolge, aber auch die Probleme. Sie fungieren als Schnittstelle. Sie sollen auch berufsgebildete Menschen befähigen, an Hochschulen und an Universitäten zu arbeiten. Wie ist da die Lage? Wo stoßen Sie da auf Schwierigkeiten? Ja, ich glaube, wir haben die Lage schon ein bisschen unterschätzt stellenweise in Baden-Württemberg. Wir bilden vorwiegend im dualen Ausbildungssystem aus. Wir haben auch einige, die an dem beruflichen Gymnasium bei uns den Aufstieg schaffen. Aber die Zusammenarbeit mit Hochschulen, schon bei Technikerschulen und Meisterschulen, ist meistens schwierig. An Hochschulen haben wir bisher gar nicht gedacht. Wir motivieren auch unsere Schüler nicht dahingehend. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu tun bei uns im Ländle. Jetzt ist ja der Ruf laut, zum einen eben nach hochqualifizierten Fachkräften, die zum Beispiel aus Technikerschulen kommen, aber eben auch nach Akademikern. Sind Sie dafür überhaupt finanziell ausgestattet? Gut ausgestattet sind wir vermutlich schon, gerade jetzt in Zeiten der demografischen Wende, wo die beruflichen Schulen zurückgehende Schülerzahlen haben und das die nächsten 10 Jahre, sodass wir die Möglichkeit hätten. Finanziell, denke ich mal, wäre das machbar. Allein wir müssten Konzepte finden, dass wir Jugendliche in so einer Situation, wo sie jetzt schwierig ist, also wir haben eben nicht besetzte Ausbildungsstellen, motivieren, weiterzumachen und in einen Weg vielleicht Richtung Studium zu gehen. Wie schon gesagt, ist es momentan nicht so auf unserem Schirm, wie wir es vielleicht insgesamt bildungspolitisch gerne hätten. Es kam vorhin in der Diskussion eine Frage nach der Gleichwertigkeit von Ausbildungsberufen, die ja nach dem Qualifizierungsrahmen alle einheitlich eingeordnet sind. Da kam die Kritik hoch, dass der eine Beruf vielleicht etwas weniger anspruchsvoller ausbildet als der andere. Sehen Sie das ähnlich, dass da unterschiedliche Qualifizierungsniveaus definiert werden müssten? Ja, also gleich sind sie im Grunde nur von der Ausbildungszeit 3- oder 3,5-jährige Lehrzeit. Ansonsten gibt es gravierende Unterschiede. Ich kann nicht die ganze Palette absehen, die wir da haben. Ich selber bin im Nahrungsbereich tätig und kann gerade dieses Beispiel mit der Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk durchaus bestätigen, so wie es diskutiert wurde. Da ist das Niveau relativ niedrig und da müsste man mal drüber nachdenken, über andere Zeiten für die Ausbildung, da könnten 1,5- oder 2-jährige Lehre durchaus ausreichen. Wenn Sie auf die Bildungslandschaft im Moment in Deutschland schauen und ich würde Ihnen einen Wunsch freigeben, etwas zu verändern, ohne dass Sie große Diskussionen führen müssten, was würden Sie ad hoc ändern? Na, ich glaube, ganz dringend wäre, dass die verschiedenen Bildungsinstitutionen, insbesondere bei uns in Baden-Württemberg, die Seminare, die pädagogischen Hochschulen und die Universitäten mal sich zusammensetzen, die sprechen alle Schaltjahr mal miteinander, aber die arbeiten nicht miteinander. Und wir müssen da an einem Strang ziehen, um die Bildung so weiterzubringen, die berufliche Bildung, wie wir es gerne hätten. Herr Baumer, vielen Dank.